Hallo miteinander. So, wir sind wieder mal unterwegs und ihr seht uns schon, es ist gerade stockfinstere Nacht und wir sind am Klauserpass. Und zwar, wenn wir morgen eventuell die Clarida Nordwand gehen, wenn die Bedingungen passen, wäre das eine ganz coole Geschichte. Und ihr seid dabei. Wir haben eigentlich ursprünglich gedacht, dass wir da oben mehr oder weniger Schnee haben. Wie ihr seht, es ist da überhaupt kein Schnee, also nicht mal so ein bisschen. Und von daher werden wir auch nicht im Schnee bivakieren, sondern irgendwie mehr oder weniger trockener Gras. Gibt auch Schlimmeres. Was haben wir jetzt? Auto hat gerade gesehen, wir haben unter 4 Grad, aber ich glaube, es ist nicht unter 0. Und ja, wir warten jetzt mal nur, wir sind zu dritt unterwegs. Stefan ist dabei, den kennen wir noch nicht. Guang ist dabei, den kennen wir glaube ich auch nicht. Das weiß ich gerade gerne. Doch, den kennen wir vom Dry Tool. Ha. Und ja, ich denke, wir schauen jetzt einfach, was wir machen. Guang ist noch nicht da. Vielleicht trinken wir erstmal einen Tee, machen uns ein bisschen Wasser warm. Dann geht's weiter. So, wir haben uns jetzt da einfach neben der Hütte eingerichtet. Ein bisschen windgeschützt. Wie gesagt, ihr habt euch gedacht, Bibi im Schnee. Aber das ist ja nichts. Kocht haben wir gerade auch noch mit Wasser. Und jetzt gehen wir den gleich gepennen. Und stand morgen 4:30 auf. Machen Frühstück. Dann legen wir los. Ja, guten Morgen. Wir haben jetzt 5:30. Wir sind gerade auf dem Zustieg zur Wand und ja, ist knapp über 0 Grad. Dann schauen wir mal, wie das wird. Wir sind bisher die Erste, obwohl auch Gruppen auch in Sarko sind. Ja. So, wir haben jetzt unsere Gletscher erreicht, sind jetzt ungefähr eine Stunde gelaufen. Fahren wir auf Guang. Und jetzt die Sonne kommt schon langsam raus. Ist jetzt 6:30. Ja, schön, schön. Okay, back in the fire station we practice a lot of human ladder, we should do that. And then what they did was that is the strongest guy stand in the middle, or the four guys, strongest guy stand in the middle. Two other guys hold on to him, and then the other guy climb onto him to hammering the ice piton. Obviously he cannot stand on his shoulder with crampons, right? So, also wir sind jetzt ein gutes Stück weiter. Jetzt sehen wir die Jungs einmal. Darf man die auf YouTube sehen? Ja, ja. So, jetzt sehen wir die Jungs. Das ist der Guang, unsere Rope Guang. Und da haben wir den Stefan. Der macht das konstruktive Zug, während die umstanden und laber. Biwak-Expert. Ja, unser Biwak-Experte. Und ja, hinter mir sind die Nordwand. Schaut jetzt von unten recht beeindruckend aus. Und ich bin jetzt gerade ziemlich stoked, dass wir die gleich machen. Ja, und wir haben jetzt gerade der Huber Stiegeise angezogen. Sieht man da? Stiegeise. Ja, Gurung macht sich über meinen Dialekt lustig. Der Chines. Ja, der Chines. Guang, can you say something in German, please? Und so ist es. Sehr Wiener Schnitzel. Unbedingt. Oh, ja. Wir packen jetzt unser Zeug. Es ist recht frisch. Ihr seht, ich habe jetzt schon direkt die Belay Jacket angezogen, wo wir mal kurz angehabt haben. Und dann schauen wir, dass wir jetzt erstmal die Rampe hochkommen. Und ich zeige euch jetzt gleich noch aus der anderen Perspektive, der Werk, den wir gleich nehmen. Okay, so, also wir starten jetzt da runter. Laufen jetzt da rauf. Und dann queren wir über die Rampe. Da rum. Ganz der kleine Gulli hoch. Und dann da oben zu dem Sattel. Und ja, schaut jetzt erstmal, es schaut nach ein bisschen weniger Schnee aus, als wir gern gehabt hätten. Aber es sollte eigentlich trotzdem machbar sein. Und wenn nicht, kann man einfach die Wand. Guang stickt vor. Ja, wir sind jetzt schon ordentlich ein Stückchen gekommen. Da drunter habe ich das letzte Mal gefilmt. Wir sind jetzt das hochgelaufen. Waren jetzt 15 Minuten, 20 Minuten. Und da sind wir gerade der Gulli rauf. Da haben wir gleich ganz. Upsasa. Die Jungs gehen schon mal weiter. Und ich filme für euch noch ein bisschen. Da ist die Wand. Schon beeindruckend, ist so schön. So, und ich habe mir für euch jetzt gerade nur die GoPro angezogen.
Und darum sind die Jungs jetzt schon gleich vorne weg. Die holt ihr aber relativ gleich wieder ein. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich. Ich zeige euch dann die interessantere Stelle mit der GoPro, weil da vorne will ich auch nicht mehr unbedingt Staub lieber zum Filmen, weil es recht steil ist. Schon gleich nochmal die Landschaft da. Das ist so beeindruckend, oder? Wow, echt cool. Gut, dann kommen wir mal. Yeah, see, they went up there and then to the left. Yeah, they went there. I think this makes more sense. Yeah, but there's also a track up there, right? I can see it from here, yeah. Straight ahead. Yeah. Ich meine, so steil ist es eh nicht da. Und der Schnee ist super, oder? Where's my little Chinese friend? Here, little spoon is following. So, wir sind jetzt in der Traverse unterwegs, über dem Gully, wie ich mal gesagt habe. Schnee ist bisher sehr gut. Da kommt jetzt nur das steilste Stück, das wir machen, glaube ich. Man muss ein bisschen aufpassen. Funktioniert aber, wie gesagt, recht schön. Und da kann man jetzt auch schon wieder aufgerecht laufen. Schaut recht cool aus. So, da sind wir die Schlüsselstelle irgendwo. Es gibt noch ein Felsteil zum Klettern, aber von den Verhältnissen her stehst du am grimmigsten. Gut, komm mal oben. Mehr. Wie ist es da? Geht's? Thank you.
Ja. Mein Gott. Ja, das geht großartig. Das sieht ganz bescheiden aus. Ich muss ganz ehrlich sagen, selbst mit Seil, wir würden nicht einfallen, wie das vernünftig absichern soll. Also, Seil ist da, diese Koffer. Ja. Ja, irgendwo war die Rede von Bohrhaken in einer Traverse. Ja, aber ich glaube, das ist erst Obus, oder? Nicht? Ja, du hast schon recht, wobei da ist gestanden ein Bohrhaken, ne? Ja, zwei gleich. Zwei sogar? Ja, ist das. So, damit haben wir jetzt die Traverse hinter uns. Das war der objektiv erstmal gefährlichste Teil für Abflugfahrer. Die Bedingungen hat einigermaßen passt. Und ja, wir sind jetzt bei so einem Gedenkkreuz angekommen. Das ist in eure Richtung, also hinter mir. Und ich würde sagen, wir laufen jetzt einfach weiter. Kommen gleich auf der Eastside, dann müssen wir über Kloas umsteigen. Und ja, kann man einfach mal. I have women's gloves access. Is it gloves or condoms? Yeah, shitty. Delicate. Yeah. Some delicate steps. Yeah. Maybe stay right to the rocks. Mm-hmm. And one hand turn off. Oh, it's good hold below the ice, I think. Yeah. How's it looking? Huh? Good? Yeah, it's a bit delicate here, but I think there's good hold below the ice, and then there's good hand on the right with the rocks. Just stay good on your feet, and then place them. Bad. It's a little icy cloud. There's some stuff there are hooks below the ice, there's some stuff, and then you can have your right hand this on one. The rock. No problem. Yeah. Hey. Yeah. That's how we roll. Yeah. Just wait for Stefan. Yeah. Yeah. This little icy slab there, but it's good. There are good holes below the ice up there. Yeah.
Ja, du, wenn du drüber fährst und mit dem Eisgerät einfach runter ziehst, ne, dann bleibt es immer relativ gut stecken. Ja. Ich bin gerne nicht umgegangen zum Fels. Higher. Höher, ja, ja. Kannst du mit den Füßen noch hoch. Just, you see the ice? Just above the ice. Ah, normally there's some stuff. Yeah. Ja, that's a little bit the downside of a leash, right? Yeah. But he also, Stefan also has his clips really high because there's no hole down there, maybe. Oh, but no, but because walking, I guess. Yeah. Okay. Yeah. So now it should be just front pointing all the way. Yeah, we thought we'd just give you a brief wait. Yeah. That's very nice. Yeah. All right, boys, let's go. Come on. Yeah, let's go. You're not moving. Little Mao. Oh man, I really like that. Yeah, this is cool. Look at that. Yeah, exactly. Now the moose. Now the moose. Yeah! Make the bed. I think I will go up and traverse over the rocks. Yeah. Don't go below. Go to the end of the rock and turn right. Huh? Yeah. To the end of the rock and turn right? No, zigzag. I would just go up to the upper rock. Yeah. And then to the left. Yeah, that's what. Yeah. Okay, you go straight to the upper rock. Yeah. Okay. So, damit sind wir jetzt schon wieder ein Stückchen weiter. Von der Donau sind wir gekommen. Und das ist das Couloir, von dem ich euch vorher erzählt habe. Ist jetzt ein bisschen flacher sogar, was ganz angenehm ist. Und ja, so wird es nun bis zum Gipfel, denke ich. Nun so wird. Da jetzt sind wir wieder ein Stückchen weiter. Da oben gibt es einen Eisfall, den man klettern kann. Wenn ihr aber seht, wir machen das nicht, wir haben nämlich überhaupt kein Seil dabei. Also wir sind gerne mal die ganze Zeit ohne Seil. Mir nur eine Rapline für unter für ein Gletscherkit. Und ja, bisher läuft es gut. Bedingungen sind wirklich super. Da unten aber ist das steile Couloir, das wir gerade hochgekommen sind. Da ist Panorama. Coole Sache. Ich weiß gar nicht, wie hoch wir gerade sind. Aber ja. Schaut auf jeden Fall gut aus. Ja, und damit sind wir jetzt am Gipfel. Bei mir hat jetzt leider unterwegs mal kurz die GoPro aufgehört funktionieren. Wahrscheinlich hat die Kälte, weil wir minus 4 Grad gehabt. Die Batterie leer gezogen. Aber ihr habt der größte Teil gesehen. Hinter uns ist das Gipfelkreuz. Und ich zeige euch jetzt gleich mal noch das Panorama. So, da sind jetzt der Tödi noch. Urnalp. Schon schön. Und ich glaube, dahinter ist die Normalroute, wo wir jetzt gleich wieder abstiegen. Ja, cool. Ich würde sagen, wir sind uns unterwegs. Ah, genau. Gipfelbuch. Ha. Bevor wir abstiegen, sind wir da jetzt gerade nochmal Blick in die Nordwand runter. Ist ja doch beeindruckend. Cool. Ah, oh, bin ich froh, dass wir in der Sonne sind. Heieiei. Und ihr beide? Zufrieden? Sehr. Happy? Happy. Ja, großartige Bedingungen. Unbedingt. Wuhu! Unbedingt. No, you could say wuhu. Wuhu, unbedingt. So, ja, wir sind jetzt auf dem Normalberg im Abstieg. Und wir sind da bei einem Felsvorbau, wo da oben der Gipfel ist. Da hängen überall Ketten drin. Also da muss man nicht frei hochklettern und nicht frei absteigen, sondern wie gesagt, das sind Ketten. Und da müssen wir jetzt drüber für den Abstieg vom Normalwerk. Juhu! Ja, bald sind wir wieder drunter. Hoffentlich. Vielleicht. Erklärt dauert es wahrscheinlich noch. That's it. I'm out of water. Yeah, I still have a little bit of It's the way down. Yeah. It's also not too hot, not like in the... Jo, dahinter sind wir jetzt
der Vorgipfel, über den wir gerade drüber gekommen sind. Nochmal die ganze Nordwand, die wir heute geklettert sind. Und wir sind jetzt aber da im Abstieg. Ich meine, es sind relativ viele Spuren, weil viele Leute jetzt doch noch den Normalweg gegangen sind. Und von daher easy. Wir sind sicher bald drin. Jo! So, also, wir sind jetzt schon ein ganzes Stück herbekommen. Aber da hat man jetzt nochmal einen cooler Blick auf die Nordwand, wo wir durchklettert sind. Und ja, so sieht es eigentlich schon recht beeindruckend aus, zumindest für uns. Also, coole Sache. Und wir sind jetzt da oben, alles rundum gelaufen, bis wir da runterkommen. Und irgendwo da hinten unter ist dann der Klausenpass. Und da laufen wir jetzt wieder rein. Damit sind wir wieder beim Auto. War eine coole Tour. Und wir haben jetzt noch was getrunken und fahren jetzt dann gleich heim. Ja, danke, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, abonniert doch den Kanal oder lasst ein Like da oder kommentiert oder was so immer. Ihr wisst es, bla bla bla. Wir sehen uns beim nächsten Mal.